Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich bin immer noch im Schwarzwald mit Bababam, Blackout. Bababam, SMCR und Forest Rider ist auch am Start. Der Kollege auch noch von ihm, die sind alle unten verlinkt. Richtig geile DAZ, was er da fährt. DAZ 400. Mit einer richtig geilen Lederkombi. Maßgeschneidert und so, selber designt. Ey, da steht sogar Forest Rider drauf, wie geil, Alter. Ja, ja, ich hab's nur vorne gesehen. Oder, Alter, wie geil. Mit seinem Rucksack. Richtiger. Der Momo hatte da auch so einen komischen Rucksack. Was hatte der für einen? Wirklich? So ein Krümelmonster oder was war denn das? So ein blaues Ding. Na, egal. Ja, Schwarzwald, bisschen Regen, nervt ein bisschen. Hier war schon wieder eine Fahrschule, Digga. Hier ist doch übel schwer zu fahren, also da braucht man ja schon. Hier kommt der Schwarzwald-Sprudel her, kennst du das? Nee. Den, wo wir hatten. Oh nee, jetzt sind da wieder so Dinger vor uns. Mein armer Reifen, der ist schon in der Mitte voll abgefahren von den Burnouts und von dem Driften. Wundert euch nicht wegen der Qualität, ich nehme gerade mit dem Szene auf. Die schüttelt nur den Kopf, ich gebe einmal Gas. Ich nehme mit dem Szene auf von Blackout. Also auf jeden Fall mega geil. Die Qualität, ja, die geht klar, aber für das Geld kann man schon mehr bieten. Oder es kann auch sein, dass irgendwas an den Kabeln nicht stimmt, weil manchmal ist da echt richtig schlechte Qualität da. Aber boah, so ein Szene. Ich wünschte, ich hätte auch eins. Muss mir mal so ein Ding zulegen. Ich habe ja Szene mal angeschrieben. Die meinten, ja, ich muss ein bisschen warten, weil da viel Nachfrage wäre. Und jo, ich habe gewartet, ich glaube schon 3 Monate oder so, nichts gekommen. Ist halt leider so, bin wahrscheinlich noch zu klein. Aber wenn du dann auch mal in 80 bist, dann darfst du auch eins haben. Genau. Wollen wir gar nicht überholen hier? Ich weiß gar nicht. Was? Da ist sogar frei. Der soll voraus, ich bin nicht so schnell. Ja, was soll der denn hinter mir sagen? Ja, stimmt. Der ganz hinten für eine WRX 125, das ist ein bisschen schwer für den, aber der Blackout mit seiner, was war es, 2-Takt 50er? Ja. Geht schon ab, also. Vor allem richtig viel Nanometer. Okay, der blinkt. Nanometer, sagt er. Junge, 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 wie geil. Hast du das Video nicht gesehen? Ja, ja, klar, klar. Wir sind nicht lang gefahren, Digga. Wir waren hier noch nie. Doch, doch. Nein. Niemals. Aber die Strecke sind wir hochgefahren. Nein. Doch. Wirst du auf den Videos sehen. Da, wo die dann gesagt haben, ihr könnt hier wieder runter, da habe ich gesagt, nee, meine Bremsen so ist nicht so geil. Und ich finde die Strecke auch nicht so geil. So, immer nur die engen Kurven sind scheiße. Ich will ein bisschen Abwechslung. So wie die eine. Also, Leute, wenn ihr hier fahren geht, fahrt Richtung Zuflucht. Schwarzwald. Heidelheim oder so. Ja, irgendwie so. Da ist richtig geil. Das ist eine LC4, eine ältere. Ja, da war ein älterer Mann drauf. Wir sind sowieso nur Senioren. Ja, ist so. Das ist so ein Kampf. Die Senioren sind hier, weil es die geil ist. Und dann die Motorradfahrer sind jung, die hier einfach fahren wollen. Ja, ja, ist so. Natürlich haben sie sich gegenseitig. Die Senioren wollen Ruhe und Gelassenheit. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja, ja. Ja, aber ich denke mal, ein paar verstehen es schon. Ich meine, für was lebt man? Für sowas lebt man. Sowas, Alter. Das waren die geilsten 2 Tage, die ich je auf dem Motorrad hatte, Leute. Das ist, geht einfach mal fahren, kauft euch so einen Szene oder halt. Also ich würde schon Szene empfehlen, weil die anderen, die sind halt noch nicht so fortgeschritten wie Szene. Kauft euch so ein Kommunikationsgerät, schnallt es an Helm, fahrt zu zweit oder zu dritt los und geht einfach ballern und redet zusammen. Es macht so verdammt viel Spaß, vor allem bringt so ein Szene auch voll viel, wenn ihr überholt oder so. Kann der eine sagen, jo, ist frei, fahr vorbei. Ist richtig geil und es macht auch mega Spaß, es ist auch nicht so langweilig dann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre wieder daheim, mega langweilig, ohne Szene, ich weiß nicht, bockt irgendwie nicht.
Was ist denn jetzt los? Oh, Döner. Mm. Riecht schon. Ein paar Leute haben auch gefragt, ob du meine KTM testen kannst, aber das ist so ein Ding. Das ist frei, ne? Hey! Frei! Frei! Immer noch? Ja, jetzt kommt irgendwann ein Auto. Jetzt ja. Danach. Danach ist auf jeden Fall frei. Oh, sexy! Ist gerade gesehen im Spiegel. Mega geil. Erstmal wieder vorausfahren. Ja, ja, warte. Man hört meistens eh nur deine Karre im Mikro. Boah. Vor allem hat der Knieschleifer dran. Hätte ich aber glaube auch so, aus Prinzip. Würde mit der Flex anschleifen. Nee, Mann. Eine Lederhose kaufe ich mir aber noch. Ist auch geil hier, was ist denn das hier? Kann man die Dinger so kaufen für den Garten? Ist ja geil. Boah, Digga. Doch, hier sind wir durchgefahren. Kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, hier, dass wir da hängen bleiben und so. Doch nichts an. Ja, jetzt. Auto! Danach ist frei. Frei? Jo! Leider mein GoPro-Tacho ist... GoPro-Tacho. Meine GoPro-Akkus sind leider leer, deswegen muss ich mit dem Sena aufnehmen, aber ich finde die Qualität geht. Für das, dass es eigentlich... Ja, so alles... aneinander ist so. Was für Strecken fahren wir denn jetzt? Keine Ahnung. Hier ist ja mega kacke, ja. Ja. Und nach Dörfern, wir fahren so unten lang. Wir müssen ja wohl die geilen Strecken rein. Ja, ja. Kommt noch. Sexy Blackout. Oh nee! Ich find's richtig lustig, wie die Leute dich erkennen, Alter. Oder? Richtig geil. Wir fahren so, ja, bleiben stehen, machen Bilder. Kommt der da vorne mit seiner DRZ, bleibt auch so auf der Straße stehen, sieht uns gar nicht. Will auch Bild machen, dann sieht er uns, fährt weiter, fährt mit dem Wheelie weg. Wir fahren dann auch weiter. Er kommt auf einmal von hinten so, ey, bist du nicht Blackout? Geil. Und dann eine an der Tankstelle. Krass, richtig geil. Bestimmt ein geiles Gefühl, oder? Ein bisschen weird halt. Ist auch keine gute Idee gerade. Jetzt kommt eh wieder das Kaff. Ah, hier ist doch Kacke. Kennst du Sumo Fighters? Sumo Fighters? Dass der nicht viel Abos hat. Gut, der hat schon, ich glaube, um die 15.000, sogar schon 20, weiß gar nicht. Aber seine Videos, die sind so geil, auch wenn sie raw sind. Der redet einfach so nichts. Unfälle, ja, ja, er redet einfach nichts, aber er fährt so absolut krank, dass es einfach so geil zum Anschauen ist. Also Grüße gehen raus, wir haben ja auch schon mal öfters geschrieben. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir gerade langfahren. Ich auch nicht. Irgendwie voll außen rum, gell? Ja. Das kam letztes Mal gar nicht so lang vor. Ja, jetzt Oppenau, ist ah. Oppenau. Hä? Was war denn das für ein Scheiß jetzt? Ja, dann verballern wir wieder da hoch, oder? Ja. Oder die eine Strecke. Ja, oder die eine. Ich trau mich irgendwie nicht mehr so hoch. Schon lange nicht mehr geübt.
muss mal wieder Kipppunkt üben. Dann komme ich wieder höher. Ich glaube, ich mache das die Tage, dass ich am Freitag wieder ein bisschen bessere Wheelies kann. Wieder lassen. Wo ist die Tankstelle? Ja, also schon noch weiter. Ich denke, das Kaff ist ein bisschen größer. Wie groß ist dieses Dorf? Ich denke mal, das geht jetzt komplett den Wald entlang. Duplo, nach rechts. Ah, lol. Wir sind, glaube ich, hinter der Tankstelle. Ja, aber wo ist die? Wir müssen bestimmt über die... da links. Alter, meine Bremse. Ja gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wir gehen jetzt ballern und ich denke mal, da mache ich keinen Vlog draus, weil es ist viel geiler, wenn man ballern geht, ohne so richtig zu reden. Also wir reden schon ab und zu halt, aber kein Vlog. Ist auch viel geiler, ich denke auch viel geiler für euch. Und jo, guckt bei den Leuten vorbei, Blackout, Forest Rider, sein Kollege. Hier die beste Tankstelle EU, also es gibt keine bessere Tankstelle. Grüße gehen raus, Alter. Grüße gehen raus. Krass, ja, richtig geil. Er denkt auch, warum fahren die immer wieder alle 20 Minuten an mir vorbei? Also Leute, haut rein, wir sehen uns. Ciao Leute, check doch mal meinen Channel, ich mach's noch ein wenig. Okay, halt mal. I just wanna go flex, put on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex, with my squad and I'm smoking up a check.